Moin, hier ist der Christoph von Schwarzbart und ich möchte euch mal mein EDC vorstellen, was ich jeden Tag so mit mir rumschleppe. Es ist nichts Besonderes, jeder kennt es, aber trotzdem will ich es euch mal zeigen. Und zwar ist es das Victorinox Rucksack. Es ist eine gewohnt hohe Qualität von Victorinox. Die große 8 cm lange feststellbare Klinge wird hier durch Ziehen dieses Hebels entriegelt. Und es hat natürlich die für Victorinox-Messer typischen Standardwerkzeuge mit dabei: Flaschenöffner mit Drahtabisolierer, Dosenöffner mit kleinem Schlitzschraubendreher. Die gewohnt sehr scharfe Säge, die auf Druck und Zug arbeitet. Die ist nicht feststellbar, was aber nichts macht. Die Ahle. Und natürlich den Korkenzieher. So, ihr werdet sehen, da steckt was drin. Und zwar habe ich das ein bisschen aufgerüstet mit einem kleinen, aber feinen Schlitzschraubendreher. Ist sehr von Vorteil, da ich Brillenträger bin und verschwindet hier im Korkenzieher perfekt und trägt nicht auf. Natürlich die Pinzette und der Zahnstocher dürfen natürlich nicht fehlen. Und ja, ich habe mir hier ein Lanyard dran gemacht. Aus dem Grund, da ich auf der Arbeit überzeugter Bundeswehr-Flecktarnhosenträger bin, stecke ich das Messer natürlich immer in die dafür vorgesehene Messertasche in der seitlichen Beintasche. Und wer dort mal ein Victorinox drinne hatte, der wird merken, wenn man es mal braucht, muss man ewig fummeln. Jo. Wie gesagt, es kennt jeder. Aber es ist mein derzeitiges EDC. Ich habe es jetzt auch schon eine ganze Weile und es ist eigentlich immer mit am Mann, egal wo, es trägt sowieso nicht auf, ob jetzt abends beim Ausgang, auf der Arbeit oder sonst wo. Ja. Die Klinge ist natürlich rasiermesserscharf, wie von Victorinox eigentlich Standard. Nun, ich habe mich für dieses Messer entschieden, weil die 91er-Versionen, also die kleineren Victorinox oder Wenger, die sind zwar in meinen Augen gut, aber man braucht schon mal eine etwas längere Klinge. Und da fand ich dieses Messer halt perfekt. Gut, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch mal noch einen schönen Tag. Tschüss.